Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Until Dawn. Wir sind immer noch dabei, Jess hinterher zu rennen und sie hoffentlich noch zu retten. Also noch hören wir sie schreien, sie lebt noch. Wir gucken mal, was wir ausrichten können hier. Ich mag Mike nicht, aber der muss jetzt überleben, damit wir Jess retten können. Ah, da ist hier vielleicht was? Ich will nichts übersehen. Okay, wir gehen weiter. Singen da Kinder? Nee, das ist ihr Handy. Oh, 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 nein. Ist sie tot? Nein, Jessica. Ist sie tot? Oh Gott. Oh, sie lebt noch. Jess, bist du okay? Ach, du Kacke. Hilfe. Überlebt man nicht, oder? Was zur Hölle? Oh. Soll ich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich sehe nicht, wer das ist. Ich sehe nicht, wer das ist. Jetzt geht er hoch statt runter. Oh, schafft er das? Sicher bitte. Okay, der kann bouldern. Ich sehe schon. Die sind alle krass, wieder mal. Oh, mach doch keinen Kamerawechsel zwischendrin. Klettern, klettern, klettern. Klettern. Wir hangeln hier nicht. Eieieiei. Ah. Wer ist das denn? Da ist der. Das ist doch nicht das, was Jess mitgenommen hat, oder? Oder ist das der? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß nicht, der ist so gediechen. Ich trau mich nicht. Hätte ich es tun sollen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich hätte ich es tun sollen, oder? Scheiße, ich muss es schaffen. Oh, yeah. Ich bin so verunsichert. Nimm. Wo hat er denn jetzt das Feuerzeug her? Für was haben wir letztens Streichhölzer gebraucht? Naja, egal. Ich bin absolut verwirrt. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war oder ob ich diese Person hätte abknallen sollen. Jo! Was ist das für eine Bude? Ist das das Sanatorium? Auf jeden Fall geht die Person dahin. Ich bin jetzt total verunsichert, ob das richtig war. Ich meine, ich hatte die Chance, den jetzt abzuknallen. War das jetzt richtig? Das ist auf jeden Fall nicht der Clowns-Dude gewesen. Das sind verschiedene. Ich will jetzt nicht so, nur weil ich denke, dass diese andere Person böse ist. Vielleicht will das Spiel auch nur so tun, als, wisst ihr, ich traue diesem Spiel nicht. Ich weiß nicht. Oh no, ein Kissen. Nicht gut. Ein Portemonnaie. Nicht gut, oh nein. Uiuiui, okay. Wo müssen wir denn jetzt lang? Okay. Wir haben auf jeden Fall eine Wunde am Kopf. Was macht Sam eigentlich gerade? Ist sie noch baden? Müssen wir hier raus? Ich gucke mich nochmal hier ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas.
Sieht jetzt gerade aber nicht so aus, ne? Nee. Müssen wir dann durch die andere Doppeltür, durch die da? Ich gehe einfach mal. Oder gibt's hier noch was? Können wir hier lang? Hier geht's lang. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Hier ist nichts mehr. Gut, keine Ahnung, wir gehen mal da lang. Was zum Teufel? Da ist Blut. Oh, shit, nein. Oh. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht so geil. Uiuiui. Ash! Ist der mit ihr rausgegangen? So, wir gehen mal ein bisschen schneller. Geht das? Nö. Okay. Wo müssen wir... Wieso sind wir jetzt hier? Und wieso... Wieso gehen wir raus? Muss ich raus? Raus ist doch keine gute Idee, oder? Ich weiß nicht, ob ich erstmal Sam oder irgendwen anders gesucht hätte. Bevor ich alleine da jetzt der Blutspur folge. Hm, weiß nicht. Ist alles irgendwie... Also ich wäre nicht allein gegangen. Ich meine, Sam ist ja bestimmt noch irgendwo. Und was ist eigentlich mit Emily und ihrem Freund? Wo sind die eigentlich hin? Wo sind die eigentlich hin? Wer tut sowas? Ist das eine Leiche? Nee, das ist Holz, ne? Ja, das ist Holz. Aber das hat Zähne und einen Schädel. Ich weiß ja auch nicht. Hier ist hier irgendwas? Ja, Tatsache, hier ist irgendwas. Was haben wir hier? Ein Schweinsköpfchen. Oh. Okay. Das ist ein Hinweis. Was haben wir hier? Ein Totem. Das ist schwarz, oder? Das ist schwarz. Okay. Das war Mike, ne? Nee, Chris meine ich. Das war Chris. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Müssen wir hier weiter? Wo müssen wir denn jetzt lang? Wo geht's denn jetzt lang? Geht's hier überhaupt irgendwo lang? Hier vielleicht? Da? Nein. Hä? Hä? Und jetzt? Ich weiß nicht. Geht's hier irgendwo lang? Vielleicht nochmal zurück? Ich habe keine Ahnung gerade. Das ist ja wieder die Blutspur. Hier geht's aber auch nicht lang, oder? Geht's hier lang? Hier geht's lang. Dann gehen wir mal hier lang. Ash! Ja, das ist eine ganz schön lange Blutspur. Das verspricht natürlich nicht so viel. Ne? Ash! Ash! Okay, da ist Hütchen. Ash? Was ist das jetzt für eine Hütte? Ist das... Was ist das jetzt für eine Hütte? Das ist doch jetzt wieder ein ganz anderer Ort, oder? Ashley? Naja, wir gehen mal hin. An der Hütte waren wir noch nicht. Ash. Wieso gibt es hier so viele Gebäude? So, dann hoffen wir mal das Beste hier. War das hier irgendwas? Nee. Okay, wir gehen mal rein. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ich höre was. Ich höre sie. Ich höre sie. Gott verdammt! Chris! Ash, ich bin hier! Wo bist du? Ich weiß es nicht! Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte! Wo ist sie denn? Ich komme, Ash! Geht einfach weiter mit mir! Was ist passiert? Chris! Oh! Oh!
Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Oh mein Gott. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Das Gott, müssen wir jetzt entscheiden? Das kannst du nicht tun! Lass mich bitte, sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Mhm. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oi, oi, oi. Oh, oh. Nein, bitte. Das kann nicht scheiße, wahr sein. Scheiße, oh, nein. Oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair. Okay. Alles ist bald okay. Kacke. Alter, Kumpel. Oh mein Gott. Denk lieber nach. Fred. Einen Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken. Ich habe kein Zeitlimit. Habe ich ein Zeitlimit? Ich habe Ashley über Josh genommen, oder? Wir nehmen Ashley. Ashley, du musst nicht sterben. Ich hol dich da raus. Oh. Danke. Bitte nicht. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Das ist Wahnsinn. Das ist krank. Das will muss ich jetzt zu ihm? Bitte sag so. Oh. Nein, Chris. Oh. Oi. Nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann. Ich dachte, wir sind Freunde. Wieso eskaliert das so? Das ist Wahnsinn. Nein. Oh, Fern, das kannst du nicht tun. Was hab ich dir getan? Oh. Nicht hinsehen, oh, denn nicht, Chris, bitte sag mir, es geht ihm gut. Bitte. Ich komme erst, ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, los, wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Psst, wir müssen weg, okay? Wieso ist das denn jetzt alles so? Ich verstehe das nicht. Wieso? Yes. Ashley! Wo kommen die denn jetzt her? Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Halt, direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Und was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesicht. Hey, wir werden die Sache klären. Ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Wir sollten die anderen suchen. Ja. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Gut, du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Los jetzt, genau. Bewegt euch! Das eskaliert alles. Was ist jetzt mit Jess? Und was war jetzt mit denen? Und wo kommen Emily und Matt her? Wieso verändert sich dieses Eichhörnchen auf dem Tisch? Oh. Da sind wir wieder. Mhm. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Nein. Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Was wollen sie denn eigentlich? Ich will dir doch helfen. Mhm. Und dieses Spiel, das du spielst,
ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich erkenne nicht besonders viel Loyalität in der Art, wie du spielst. Hä? Was hättest du machen sollen? Ich musste ja was machen, oder? Oder hätte ich auch nichts tun können? Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ich will mich nicht ergötzen. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Es wäre schön, wenn nicht. Sie sind nicht real, weil dieser Raum verändert sich. Hier ist alles komisch. Alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Okay. Ja, okay, nochmal. Das müsste nicht sein, oder? Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oh, warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Oh, Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Shit. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Wer ist diese Person? Furcht. Okay. 6 Stunden sind's noch. Ist Jess jetzt aber... Aber wir hätten doch gar nichts machen können für Jess, oder? Gar nicht gut. Hundi! Er hat Hunde dabei. Was ist das? Die Person sieht jetzt für mich gerade noch nicht irgendwie bösartig aus. Ich weiß auch nicht. Und hoppsala. So, die Knarre ist jetzt nicht mehr da? Nee, ne? Die Knarre ist weg. Okay. Gar kein Problem. Sehr einladend auf jeden Fall. Uiuiui. Ist dem nicht kalt eigentlich? Er sieht nicht so aus, als würde er frieren. Wir gehen mal erst in die Richtung, bevor wir Richtung Eingang gehen. Ich will mal gucken, ob es hier irgendwas für mich zu holen gibt. Totem vielleicht nochmal oder so. Könnte ich mir vorstellen. Geht's hier lang? Da ist was. Guck mal. Was haben wir hier? Nur das Tor wahrscheinlich. Oh nein, tatsächlich ein Totem. Ist das ein weißes? Ist weiß, ne? Ja. Okay. Ein Glückstotem. Für Matt. Ich weiß... Wow! Was passiert mit der Lampe? Ich weiß immer nicht, was diese Totems mir sagen möchten. Keine Ahnung, wie ich die werten soll. Ich nehme sie einfach mal hin und vergesse sie wieder. Okay, da müssen wir jetzt zum Eingang, ne? Da glitzert es auf jeden Fall. So, erstmal dahin. Super.
Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes gesetzlich untersagt. Datum 12. Juni 54. Das ist ganz schön alt, das Schild. Wir kommen wahrscheinlich nicht vorne rein. Ich denke mal, der Weg nach links ist dann unser Weg. Wir können es mal probieren. Ganz unauffällig. Wir kommen da rein. Kann ich noch mal nach links gehen vielleicht? Offenbar nicht. Unsere Lampe. Die macht, was sie will, die Lampe. So eine Scheiße. Okay. Er merkt uns. Oder? Der hat uns doch jetzt gesehen, der hat schon umgedreht. Was zum? Die Hunde bemerken uns nicht. Das ist weird. Müssten die nicht anschlagen? Das merkt. Hä? Das merken die doch. Da kann ich nichts machen jetzt, ne? Nee. Na gut, wir gehen zurück. Wollte ich sowieso. Weil hinter uns hat auf jeden Fall was geglitzert. Das habe ich gesehen. Müssen wir jetzt doch. Wir müssen wieder raus, oder? Oder geht's da links lang? Ach. Diese Entscheidungen! Guck mal, dann gehen wir erstmal. Ich weiß es nicht. Ich würde erst nochmal gerne rausgehen, glaube ich. Sieh mal an. Das Blackwood Pines Sanatorium eröffnet 1922. Mens Sana in corpore Sano. Ja. Genau das. So. Geht's noch raus? Können wir noch mal raus? Können wir? Geht das? Da ist auch noch was. Guck mal. Ein Zettel. Nimm den mal und lies ihn durch. Hinweis entdeckt. Mitteilung. Sie haben alle rausgeworfen? Oh nein, lass, nein. Ich will das noch mal haben, bitte. Nimm das in die Hand. So, Datum 4. Januar 1952 an Sanatoriumspersonal von Mr. Rouge. Betrifft Rettung der Bergarbeiter. Hiermit informiere ich Sie, dass die Rettung der Bergarbeiter morgen 5. Januar abgeschlossen werden soll. Da die Zahl der überlebenden Bergarbeiter unbekannt ist, bereiten Sie alle Betten auf Station A vor. Die Presse wird morgen vor Ort sein. Sie muss Zeuge werden, dass wir den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Beachten Sie, dass den Besuchern von der Presse der Zutritt zur Psychiatrie untersagt ist. Nichtbeachtung dieser Anweisung würde sich schlecht auf Mr. Brack und das gesamte Sanatorium auswirken und hat eine fristlose Kündigung zur Folge. Okay. So, können wir jetzt hier nochmal nach draußen? Können wir dann nochmal das Treppchen runtergehen vielleicht? Können wir... Ach, los. Das geht, das geht. Jetzt weiß ich wieder nicht, was richtig ist. Wir gehen mal kurz da lang. Vielleicht ist da noch was. Genau, stimmt, da war das da. Müssen wir da lang? Warte, ich kann mich nicht entscheiden. Warte. Wir gehen warte, ich glaube, das ist der richtige Weg. Das wurde uns so krass gezeigt, eben noch, dass das der richtige Weg sein muss, definitiv. Das heißt, wir gehen erstmal nochmal zurück und gehen hier in den Admin-Raum. Hier vorne. So, gehen wir ein Stückchen schneller. Und wir gehen jetzt da rein. Uiuiui. Wieso ist das alles hier so weitläufig? Ein Safe. Oh. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Na los, komm. Yeah. Gar kein Problem. Okay, 30 Stechuhrkarten. Das war's? Können wir... Das war's? Mehr ist es nicht? Mehr ist es nicht. Okay, gut, dann leg's halt wieder weg. Ich mag die Geräusche hier gar nicht. Das ist alles nicht in Ordnung.
Gehen wir jetzt nochmal hier lang gucken. Wir hören auf jeden Fall ein Hundi. Eine Kamera. Eine kaputte Kamera. Inwieweit ist das ein Hinweis? Das wüsste ich jetzt gern. Wir gehen jetzt hier weiter. Ich guck nochmal, ob hier was ist. Oh, das war... Entschuldigung, das war ich. Das sind ganz schön... viele Hinweise. Ich finde die doch hier nicht alle, oder? Ich habe doch schon alle übersehen. Na gut. Gehen wir mal hier weiter. Wieso ist das hier so groß? Muss das sein? Ei, ei, ei. Okay, was haben wir da? Eine Zeitung. Verschwörung am Blackwood Mountain. The Alberta Post, 9. Januar 1952. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines ab. Was? Ein Reporter des... Ach so, Alberta Bugle, okay. Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata ins Blackwood Sanatorium behandelt. Im. Natürlich im. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptete er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Hier erfahren wir auch noch einiges, was hier abgegangen ist. So, jetzt müssen wir aber Richtung Gelb. Wir müssen Gelb folgen. Will ich das? Wir gehen jetzt da hinten hin. Ist mir egal. Wir gehen jetzt nochmal raus und gucken, ob wir da hinten was machen können. Das lässt mir jetzt keine Ruhe, dass da was ist. Und ich will jetzt wissen, was es ist. Weil da geht es ja jetzt runter in den Keller, wo wir hingehen. Deswegen gucken wir erstmal nochmal. Vielleicht können wir da ja gar nichts machen. Das kann ja auch sein. Vielleicht will das Spiel nicht, dass wir da irgendwas tun. So, jetzt schauen Sie nochmal bitte. Was haben wir denn hier? Zeig doch mal. Kann ich da was machen? Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Das ist alles ganz eklig hier. Okay. Keine Ahnung, warte mal. Wo geht's denn lang? Wo geht's denn lang? Das ist immer die Frage hier, ne? Guck, nein, 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 dreh dich nicht um. Geh jetzt mal da lang. Erstmal gucken wir hier hinten. Guck mal, hier ist nichts, ne? Hier ist nichts. Da oben ist was. Komme ich da hoch? Da komme ich nicht hoch, oder? Die Lampe sagt mir auch so viel. Da ist eine... Da war eine Leiter. Okay, da komme ich jetzt nicht hoch. Wunderbar. Dann müssen wir hier vorne lang. Nehme ich hier lang. Aber ich würde sagen... Das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke hier wieder allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.